So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Ja.
Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Diesmal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe.
Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Legen wir mit dem Freistiltraining los. Wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Darauf habe ich gewartet und auf dich, Wasserwolf.